Dieses ist die Zeit der Wende, nun zählt Klarheit, Kraft und Mut. Viele Herzen, viele Hände, voller Sanftheit und voll Wut. Hallo, liebe Teilnehmer des Online-Kongresses Ausblick auf die neue Zeit. Heute treffe ich Matthias Langwasser. Matthias Langwasser hat gleich nach Schule und Zivildienst erst einmal 2 Jahre in der Wildnis gelebt und dort wesentliche Erfahrungen gesammelt. Mit ihm spreche ich deshalb heute darüber, welche Bedeutung hat das Bewusstsein und die Bewusstseinserweiterung auf den Zeitenwandel und welche Hilfen können wir finden, um unser Bewusstsein zu erweitern. Schönen guten Abend, lieber Matthias. Hallo. Du bist der einzige meiner Interviewgäste, den ich nicht einladen musste, sondern der sich mir angeboten hat. Und dafür danke wiederum ich dir. Schön, das freut mich. Ja, und wir haben letzten Endes beide ein gemeinsames Anliegen. Wir möchten eine bessere Welt. Wer möchte die nicht? Und wir sind uns aber auch einig darüber, dass diese Welt nicht nur durch irgendwelche Aktionen besser wird, sondern vor allen Dingen durch das, was in unserem Bewusstsein passiert, mit welchen Augen wir die Welt überhaupt sehen und wie wir uns selbst als Menschen überhaupt sehen. Und von dir weiß ich aufgrund deiner Internetseite, dass du ja ziemlich gleich nach abgebrochener Schule, so war das doch richtig, ne, abgebrochen, zu Ende gemacht. Nee, es war nicht abgebrochen, aber ich bin praktisch nach Schule und damals gab es ja noch Zivildienst, das ich immer Zuvieldienst genannt habe, bin ich halt erstmal in die Wildnis gegangen und habe 2 Jahre halt in Spanien und Frankreich in der Natur gelebt. Das hat, so habe ich gelesen, dich sehr stark geprägt in deinem weiteren Leben. Daher wäre es vielleicht ganz schön, wenn du mal kurz für die Zuschauer und Zuhörer erklären könntest, was das mit dir gemacht hat, wie du ja vermutlich zu einem erweiterten Bewusstsein gekommen bist. Und dann können wir daran, glaube ich, gut weiter anknüpfen. Sehr gerne. Ja, diese Zeit war sehr prägend, einfach weil ich auch da außergewöhnliche Erfahrungen gemacht habe. Ich bin eben ohne Geld und ohne viele, also ich war wirklich nur mit den nötigsten Sachen ausgestattet, habe mich direkt aus der Natur ernährt, habe in der Natur geschlafen, hatte kein Zelt dabei, kein Kochgeschirr, kein Feuerzeug, ne? Also ich habe wirklich ganz, ganz einfach war ich unterwegs. Und durch diese intensiven Erfahrungen, die ich da gemacht habe, allein dadurch, dass ich mich komplett aus der Natur ernährt habe, ne? Oder dadurch, dass ich einfach auch natürlich auch viele Entbehrungen erlebt habe oder auch lebensgefährliche Situationen überstanden habe, habe ich eben sehr intensive Erfahrungen gemacht. Und die ja mir auch wirklich ein neues Bewusstsein, also dadurch habe ich auch ein neues Bewusstsein bekommen oder mir wurden einfach, ich habe neue Bereiche, die mir gezeigt wurden, wo mir klar wurde, okay, es gibt hier anscheinend auf dieser Erde gibt es Welten oder Ebenen, die uns so normalerweise gar nicht zugänglich sind, aber wo wir sehr viele für uns sehr wichtige Informationen erhalten können. Ich hatte auch einige oder 2 Vergiftungen unfreiwilliger Art, also weil ich die falschen Pflanzen gegessen habe. Und da, also in diesen, dadurch bin ich sozusagen in eine unfreiwillige Art, in so eine Art Zwischenbereich gekommen, ne? Wo ich dann einfach auch sehr intensive Erfahrungen gemacht habe oder auch sehr wichtige Botschaften bekommen habe. Und deshalb ist im Laufe der Zeit, gab es immer wieder Situationen, wo ich Informationen oder Botschaften aus der Natur oder aus der nicht sichtbaren Welt erhalten habe. Und ich dadurch einen ganz neuen Blick auf mein Leben, aber auch auf das Leben auf der Erde einfach gewonnen habe. Du hast also die Erfahrungen sozusagen ungeplant, auf jeden Fall ohne sie anzustreben gemacht, für die anderen Menschen heutzutage in Form von Ayahuasca oder so ähnlich heißt es, Seminaren, tausende Euros bezahlen oder ich weiß nicht wie viel immer.
Also ganz kostenlos so nebenbei mitgenommen. Ja, also wie gesagt, war schon auf der Suche. Also ich glaube, dass wenn wir uns auf den Weg machen und uns wirklich intensiv Fragen stellen, dass wir dann noch Antworten bekommen. Und also für mich war auch ein wichtiger Beweggrund, warum ich diese Reise gemacht habe, war, dass ich wirklich erstmal herausfinden wollte, was ist meine Lebensaufgabe, warum bin ich auf dieser Erde oder was ist mein persönliches Geschenk an die Welt. Aber auch so Fragen wie so ganz wichtige Fragen, ne? Warum gibt es, die sich wahrscheinlich jeder Suchende irgendwann stellt, warum gibt es so viel Leiden auf der Welt? Gibt es Gott? Das war auch für mich eine ganz essentielle Frage, weil ich bin halt so losgezogen und ich wollte einfach immer Erfahrungen selber machen. Ich wollte nicht irgendwas glauben, weil mir das irgendjemand erzählt hat, sondern für mich war es so, okay, ich bin offen dafür. Wenn es Gott gibt, dann möchte ich diese Erfahrung machen, aber ich möchte es selber erleben. Ich möchte nicht, weil in irgendeiner Bibel oder steht, ne, oder in irgendeiner Predigt gesagt wird, dass es Gott gibt und dass man daran glauben soll, sondern wenn ich etwas selber erfahre, dann ist es, weiß ich auch, dass es für mich eben wahr ist, ne? Das war das, was mich wirklich bewegt hat. Und ich bin mit diesen Fragen losgezogen und habe dadurch dann auch, ja, auch Antworten erhalten. Und auch so meine Aufgabe gefunden in dieser Zeit. Sehr schön, das freut mich für dich. Ne? Mir zwar prinzipiell solche Fragen auch gestellt in dem Alter, aber ich bin total im Kopf gewesen zu der Zeit. Und da kommen keine gescheiten Antworten her. Das habe ich aber erst später gemerkt, als ich gemerkt habe, dass es überhaupt nicht nötig ist, dauernd im Kopf zu sein, sondern viel wichtiger ist, auch mal ins Fühlen zu kommen. Vor allen Dingen ins Fühlen des eigenen Wesens. Aber das ist mir gerade wegen meiner ursprünglichen Kopflastigkeit wiederum sehr schwer gefallen, weil ich, ja, weshalb? Ja, weil ich überhaupt nicht wusste, was letzten Endes heißt, zu fühlen. Ich bin nach und nach dahin gekommen, habe gemerkt, es gibt noch andere Bereiche, aber es haben sich mir nicht sofort Antworten Ja, das gerufen. ist ja auch so, der Kopf, der im Kopf oder in unserem Verstand ist ja nur das, was wir bisher kennen, ne? Das Ja. heißt, etwas ganz Neues kann da eigentlich gar nicht hineinkommen, weil wir ja nur die Welt so betrachten können, wie wir ja aufgrund unserer Erfahrungen in der Vergangenheit, ne? Und deswegen ist das eben sehr begrenzt, was eben der Kopf oder unser Verstand uns an Informationen geben kann. Insofern habe ich zwar sehr bald dann irgendwann, allerdings erst mit über 50, gemerkt, irgendwas fehlt noch in meinem Leben. Das kann nicht alles gewesen sein, das bisschen rationale Beurteilung und auch durchaus Verurteilung und dieses ewige Schuld zuweisen und ja, alles, was damit zusammenhängt. Und habe gemerkt, ich lebe noch gar nicht meine eigentliche Aufgabe. Hatte andererseits aber auch das Gefühl, dass die vorher noch gar nicht so richtig dran war, dass die in meinem Fall erst sozusagen eine Art Altersaufgabe ist. Ah, okay. Ja, letzten Endes dieser Kongress mit entsprungen. Und ich brauchte jedenfalls, um meine Bestimmung, meine Aufgabe zu finden, fremde Hilfe. Allein hätte ich es nicht geschafft. Insofern finde ich das sehr schön, dass dir so, ja, einfach durch ein rechtzeitiges dich vom rein rationalen Abwenden in die Natur gehen, von allein ja, ergeben hat. Wir sprechen ja heute vor allen Dingen auch darüber, wie wir uns die neue Zeit, von der wir beide, denke ich, überzeugt sind, dass es wird, dass wir mitten in einem Wandel sind. Ja, jedenfalls haben wir an diese neue Zeit bestimmte Erwartungen oder vielleicht nicht Erwartungen, aber Wünsche, die, na, für mich kann ich das zumindest sagen, wenn es sich für dich deckt, dann sagst du es einfach, darin bestehen, dass ich wirklich mir eine friedvolle Menschheit wünsche,
eine friedvolle Gesellschaft und letztlich auch sowas wie Überfluss an allem, was wir brauchen, aber nicht im Sinne von Ausbeutung der Natur, der Ressourcen, sondern A, natürlich im Sinne von innerem Überfluss, aber auch im Äußeren, dass eben einfach alles da ist, so wie die Vögel oder alle Tiere, keines davon arbeitet für irgendwas, sondern die bietet und die bietet genug. Ja. In diesem Sinne sollte es auch für die Menschen sein zu leben, wobei ich natürlich eine Art Arbeit, also der Begriff gefällt mir nicht so, weil er vorbelastet ist mit dem Bewusstsein, Geld verdienen zu müssen. Aber ich denke, wir Menschen haben eben unsere ureigensten Aufgaben, die wir auch in Form einer Arbeit nach außen bringen, in die Gesellschaft und hoffentlich, und das ist ein weiterer Wunsch an die Zukunft, dem Wohl aller, allen Lebens, allen Seins dient. Genau. Ja, ich denke auch, also ich sehe das genauso wie du, ne? Dass ich auch sehr oft eben so diese Vision erhalte, also für eine glückliche Zukunft für alle Lebewesen und die auch schon ganz lange in mir trage, also wirklich seit ich denken kann. Also, dass ich schon sehr früh gemerkt habe, schon als Kind oder Jugendlicher, dass vieles, was so in dieser Welt passiert, ne, und je mehr ich Informationen bekommen habe, also zum Beispiel über Hunger, über Naturzerstörung, über Kriege, ne, dass ich mir mal wieder die Frage gestellt habe, wie kann es eigentlich sein, dass solche Dinge passieren? Also wie kann es sein, dass so viel Ungerechtigkeit und Leid erzeugt wird, wo ich damals schon wusste, dass es gar nicht nötig ist. Ja, weil wenn man zum Beispiel in die Natur geht, ich war immer viel in der Natur. Ich hatte letztens gerade gestern so ein echt so ein besonderes oder einfach auch so ein schönes Erlebnis. Ich habe auch einen jungen Mann kennengelernt. Wir waren zusammen ein bisschen unterwegs und wir haben festgestellt, dass wir beide Obst lieben. Und hat er gesagt, ich kenne ein oder zwei Kaki-Bäume, die werden nicht abgeerntet und da können wir hingehen. Ne? Und es war wirklich unglaublich, weil das war so ein Kaki-Baum und der war, kennst du Kaki-Früchte? Den Namen nach, Moment. Also die sind ungefähr so groß und so rot-orange und sind, oder heißen auch Charon-Früchte, ne? Und sind unglaublich süß, haben so ein oranges Fruchtfleisch. Und ich hatte so eine große Einkaufstasche dabei, ne, weil ich im Auto unterwegs war, haben wir komplett voll gemacht und man hat nichts gemerkt. Man hat nicht gemerkt, dass irgendwelche Früchte fehlen. Das heißt, ich hätte wirklich von diesem einen Baum hätte ich wahrscheinlich 100 großen Einkaufstaschen voll machen können. Und daneben war dann noch ein riesiger Baum, also ein Apfelbaum, der auch komplett voll war mit leckeren Äpfeln. Also auch wahrscheinlich 1000 Stück oder so, schätze ich mal, ne? Und dann darunter, unter diesen beiden Bäumen, ist dann noch Vogelmiere. Das ist so ein Wildkraut, in großen Mengen gewachsen, sodass man auch wirklich fast einen Sack hätte ernten können. Weißt du, das wächst da einfach und niemand erntet das. Und da ist mir wieder so klar geworden, dass die Natur eigentlich totale Fülle ist. Und dass eben diese Fülle, ne, oder dieser Überfluss, so wie du das genannt hast, ist wirklich unser natürliches Geburtsrecht. Und all dieser Mangel, den wir aktuell erleben, der ist ja menschlich erzeugt, aber er entspricht nicht dem, was wir eigentlich sind. Und alle, die Zeit verwenden, zum Beispiel, um nach innen zu gehen, um zu meditieren, ne, und nach innen zu fühlen, merken halt, dass es einfach nicht richtig ist, dass so vieles, was hier so an künstlichem Leid erzeugt wird, dass es einfach nicht das ist, wie es eigentlich göttlich oder menschlich gedacht und gewollt ist. Ne? Und ich denke, das ist so gerade dieser krasse Paradigmenwechsel, der jetzt gerade stattfindet, ne, weil dieses alte System versucht uns wirklich jetzt gerade besonders eben mit Angst und Mangel und Lockdown und Zwang, also wirklich noch mit aller Kraft und Gewalt, ne, in diesen alten Strukturen zu halten, ne, diese alten Strukturen, die geprägt sind von Mangel, von Angst, von Misstrauen, von Gegeneinander, von Konkurrenzdenken, also all diese Dinge, die diese alte Gesellschaft kennzeichnen.
Ja, und wir sind jetzt, aus meiner Sicht, entsteht die neue Zeit wirklich dann, wenn die Menschen sich bewusst, auch jeder Einzelne für sich, ne, sich bewusst entscheiden, diesen göttlichen Weg zu gehen, diesen natürlichen Weg zu gehen, ne, und zu sagen, hey, ich entscheide mich für Fülle, ich entscheide mich für Freude, für Liebe, für Vertrauen. Ne, ich versuche diese Werte zu leben, ich versuche diese Werte auch in die Welt zu tragen. Und das ist alles, also ich habe irgendwann mal erkannt, ne, dass alleine, wenn man zum Beispiel eine Tageszeitung aufschlägt, also fast alles, die komplette Energie und alle Informationen, die man da bekommt, sind falsch. Also sind energetisch falsch und sie sind auch inhaltlich und sachlich in der Regel immer falsch. Ne, und es geht letztendlich um eine, warum passiert das überhaupt? Also warum bekommen wir diese ganzen Informationen? Weil es geht um Bewusstseinsmanipulation. Ne, weil die Menschen, weil, naja, also wenn, es gibt so einen Versuch, ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast, und zwar hat man diesen Versuch mit kleinen Babys gemacht. Also man hat man hat den kleinen Babys so einen Film gezeigt und in dem einen, also zwei Filme, ne, in dem einen Film war so eine Figur, die hat eine, also es war eine Figur, die wollte über einen Berg klettern, ne, und dann war sagen wir mal, die blaue Figur, die hat dieser Person geholfen, über den Berg zu kommen. Ne? Und dann genau, dann wurde noch ein Film gezeigt. Da wollte auch wieder eine Person oder eine Figur über den Berg kommen. Und dann war aber eine rote Person. Und diese rote Person hat eben die Person daran gehindert, die andere Person daran gehindert, über den Berg zu kommen. Und danach hat man die Babys wählen lassen, welche Farbe, ne, sie wirklich haben wollen, ne? Und das haben, also alle Babys haben sich also für den Unterstützer, für diese grüne Person entschieden. Und kein einziges Baby hat sich für den Unterdrücker, für diese rote Person entschieden, ne? Und das ist halt ein eindeutiges Beispiel dafür, dass wir wirklich als gute Menschen auf die Welt kommen, ne? Wir wollen das Gute und wir kommen als gute, reine Wesen auf die Welt. Also nicht so, wie das die Kirche uns erzählt hat mit Erbsünde und so, ne? Und dann hat man den gleichen Versuch nochmal gemacht, als die Babys dann, glaube ich, 2 Jahre alt waren. Und da haben nur noch die Hälfte der Kleinkinder haben sich für den Unterstützer entschieden und die Hälfte haben sich für den Unterdrücker entschieden. Ne? Also was heißt, dass also da schon eine Prägung stattgefunden hat bei den meisten Kindern, dass sie schon nicht mehr wirklich diese natürliche Intuition, sich für das Gute zu entscheiden, das war dann einfach schon teilweise schon verschwunden, ne? Und das finde ich sehr, also ich finde dieses Beispiel sehr, sehr eindrücklich. Ich denke mal an der Wahl, zeigt sich sehr, sehr deutlich, wie die Kinder selbst behandelt und erzogen worden sind. Ich Genau. kann mir sehr gut vorstellen, ein Kind, das von seinen Eltern liebevoll behandelt wird, unterstützend, wird auch den Unterstützer wählen und die Ja. anderen eben genau umgekehrt, die Macht und und das Herrschaftliche. Genau. Ja, und ich denke, das ist halt jetzt einfach so, so wichtig, dass die Menschen wirklich aus dieser Verwirrung rauskommen, ne? Also uns wurde ja, das Böse wurde uns als gut verkauft und das Gute wurde uns als böse verkauft und es wurde wirklich alles verdreht, ne? Sodass eben die meisten Menschen wirklich total verwirrt sind und gar nicht mehr unterscheiden können oder auch gar nicht mehr wissen, was sie wirklich wollen oder was sich wirklich für sie richtig und was sich für sie falsch anfühlt, ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass diese ursprünglichen menschlichen Werte, dass die wieder ins Bewusstsein kommen und dass die Menschen auch eine bewusste Wahl treffen, eben sich für das Gute zu entscheiden, ne? Und du hast vorhin eben von der Arbeit gesprochen. Ich glaube, dass, weil letztendlich strebt ja jeder Mensch danach, glücklich zu sein, ne? Also wenn man jetzt 100 Menschen fragt, werden wahrscheinlich 99 sagen, ich möchte glücklich sein, ne? Vielleicht wird eine Person wird vielleicht sagen, ich möchte Macht haben oder so, ja. Aber dieses Glücklichsein ist ja das, wonach ein normaler Mensch in der Regel strebt. Ne? Und wenn wir zum Beispiel für andere da sind oder anderen helfen, dann macht uns das glücklich. Das erfüllt uns mit Freude. Das ist einfach in uns so angelegt. Deswegen, das ist halt auch etwas, ne, wenn wir eine Aufgabe haben oder eine Tätigkeit haben oder wie du jetzt mit deinem Kongress, ne? Du hilfst jetzt ganz vielen Menschen einfach, ne, dass sie neues Wissen bekommen oder bestimmte Inspirationen bekommen.
Und damit hilfst du anderen und das fühlt sich einfach gut an, ne? Genauso mache ich es ja mit meiner Arbeit auch. Und wenn aber jetzt ein Mensch nur für sich alleine lebt und nur an sich selber denkt, dann entsteht einfach Unglück. Also das ist einfach so angelegt, ne? Das sind einfach so natürliche Gesetze, denen wir alle unterworfen sind. Und es ist einfach wichtig, dass, ja, dass die Menschen sich diese Dinge wirklich immer mehr bewusst machen und halt verstehen, dass dieses alte System, so wie das angelegt ist, immer nur zu Leid und Unglück und Zerstörung führen kann. Und dass wir wirklich jetzt uns bewusst für ein neues, menschlicheres, gesünderes und natürlicheres System entscheiden dürfen. Das sehe ich auch so, ja. Ich sehe aber auch aufgrund der Erziehung, die ja total diese Kopflastigkeit erst erzeugt, wie ich sehr deutlich erlebt habe, dass es für sehr viele Menschen sehr schwer sein wird, einfach weil sie immer noch drin hängen. Und es wundert mich natürlich auch nicht wirklich, aber es ist ein Jammer eigentlich zu sehen, dass viele Menschen da nicht raus können und nicht in der Lage sind, zu erkennen, halt mal, was mache ich hier eigentlich? Woher habe ich das? Wer hat mich das gelehrt? Oder ja, und nicht mehr spüren, dass was ganz anderes in ihnen eigentlich arbeiten will. Ja, das ist wirklich, also ich kann das auch total verstehen, ne? Ich weiß, ich habe immer wieder gesagt, ich weiß nicht, was bei mir schiefgelaufen ist, ne? Weil, also bei mir hat einfach diese Manipulation nicht funktioniert. Ich habe schon als Kind irgendwie gefühlt, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich habe gefühlt, da ist irgendwas falsch. Auch die Sachen, die uns in der Schule vermittelt wurden. Ich habe gefühlt, dass das nicht wahr ist, was da, obwohl ich es nicht, ich konnte das nicht benennen. Ich hätte auch nicht sagen können, logischerweise, weil als Kind, ich hatte keine anderen Informationen, also was genau falsch ist, ne? Aber ich wusste, irgendwas stimmt hier nicht. Und so geht es ja auch ganz vielen anderen Menschen, die mir das so erzählen, ne? Wie sie sich selber zum Beispiel in der Schule gefühlt haben, weil auch dieses unter Angst oder unter Druck oder unter Konkurrenz arbeiten, ne, oder lernen, also unter Druck lernen, das ist etwas, was unserem natürlichen Instinkt einfach widerspricht, weil wir wollen aus Freude lernen, weil wir uns natürlicherweise für etwas begeistern, ne, und nicht, weil uns jemand dazu zwingt. Und deswegen ist das Lernergebnis unter Zwang natürlich auch extrem schlecht im Verhältnis dazu, wenn man sich wirklich dafür interessiert. Aber was ich natürlich verstehen kann, ist dadurch, dass eben Menschen, ne, von Kind auf eben erzogen wurden, nicht auf ihre innere Stimme zu hören, ne, oder wenn sie ihrer inneren Stimme folgen wurden, wurde ihnen das nicht erlaubt oder es wurde ihnen schlecht gemacht, ne. Deswegen kann ich das verstehen, dass man kennt ja nur das, was man kennt. Und wenn man eben nur bestimmte Sachen gelernt hat, woher soll man es wissen, dass es was anderes gibt, ne? Aber es braucht halt, ich denke, im Moment sind ja sehr, sehr viele Menschen unterwegs, die einfach ihr Wissen, so wie ich auch, ne, die ihr Wissen weitergeben. Es braucht aber natürlich dafür eben Menschen, die offen sind, die also, ne, eine Offenheit haben und die halt nicht sofort sagen, was ist das für ein esoterischer Quatsch, ne? Oder was ist das für eine Verschwörungstheorie, sondern die wirklich den Wunsch haben, weiter, also wirklich sich weiterzuentwickeln und auch neue Dinge zu lernen, ne? Diese Offenheit, die ist halt unbedingt notwendig. Und wenn ein Mensch offen ist, dann wird ihm auch alles gegeben werden. Wenn er dagegen nicht offen ist, bezeichnet er die Bemühungen anderer, welche eben Offenheit erfordern, oft schlicht und einfach als Missionar und missionarischem Eifer behaftet und schiebt damit sozusagen sein eigenes Nichtwohlfühlen auf den anderen, der dauernd nur versucht, ihn zu einer Umkehr oder was auch immer zu bewegen. Also zu einerseits sehr schön dann zu erkennen, sofort, dass dieser Mensch nicht offen ist. Andererseits gilt auch hier, er hat es nicht anders gelernt und sieht das nun mal so. Und das ist für uns natürlich wichtig, die wir gern neues Wissen, neue Bewusstseinseindrücke nach außen tragen, dass es eben unter gar keinen Umständen missionarisch passieren darf. Denn das erzeugt ja wieder Druck bei dem anderen, Genau. sondern wir können nur versuchen,
Neugierde zu wecken. Und dann kommen Fragen von allein und dann geschieht der ganze Rest automatisch. Das ist dann Selbstscanner, wenn das gelingt. Ja, und wahrscheinlich, ich vermute, dass es auch immer von dem Bewusstsein der einzelnen Seele abhängt. Also ob diese Seele wirklich bereit ist, eben sich diesem natürlichen oder göttlichen Weg zuzuwenden, ne? Oder überhaupt erstmal so diesen alten Weg zu hinterfragen oder ob sie einfach eine andere Aufgabe hat, ne? Manchmal denke ich, so bestimmte Menschen, die gar nicht, also das kennst du sicherlich auch, ne? Die einfach immer das nachplappern, was sie irgendwie aus der Zeitung haben oder irgendwas ihnen irgendjemand erzählt hat. Aber das ist gar kein eigenes Denken, ne? Das ist wirklich einfach nur so ein Automatismus. Und aber vielleicht ist es so, dass so Menschen, die einfach so noch automatisch leben, also nicht wirklich selbstbestimmt unterwegs sind, dass es vielleicht auch gar nicht die Aufgabe dieser Seele in diesem Leben ist, eben bewusster zu werden. Das kann natürlich auch sein, ne? Und dann ist es einfach wichtig, diesen, ja, den freien Willen, den wir alle mitbekommen haben, ne, als Seele, einfach zu respektieren, ne? Und die Menschen halt, weil letztendlich haben wir alle die freie Wahl, unsere Realität so zu erschaffen, wie wir sie erleben wollen und Ja. auch nach unserem Glauben zu gestalten. Und jeder, wenn jemand zum Beispiel sich, es gibt ja auch Menschen, die entscheiden sich bewusst dafür, in der Krankheit zu sein und auch in der Krankheit zu bleiben, ne, oder letztendlich auch in der Krankheit zu sterben. Ne, auch das ist eine Wahl, die wir einfach auch respektieren müssen oder dürfen. Und wichtig ist aber einfach auch, dass es gibt gerade sehr viele Menschen, die echt auf der Suche sind nach Antworten und die total offen sind und die wirklich sich weiterentwickeln wollen. Und für die machen wir ja auch solche Veranstaltungen. Ne? Du hattest vorhin an einer Stelle mal von den kleinen Kindern noch geredet, die sich eben in den meisten Fällen tatsächlich das Liebende, das Helfende suchen, beziehungsweise die sich selbst auch glücklicher fühlen, wenn sie helfen können. Ich denke, Selbstglück hat sehr viel damit zu tun, ob man seine eigene innere Lebendigkeit erkennt und spürt oder nicht. Und wenn die ja zur eigenen Lebendigkeit gehört, denke ich ganz sicher dazu, dass man auch andere ja, in ein bewusstes Leben mitnehmen möchte. Und diejenigen, Kinder oder jungen Menschen, die eben unglücklich sind und wenn dann nur in kurzen Momenten irgendwelcher Tätigkeiten sowas wie Glück erfahren, weil ja, das hat dann weniger mit echtem Glück, denke ich, zu tun, als mehr mit Identifikation mit irgendetwas, weil es unter anderem gesellschaftlich anerkannt wird und das gehört natürlich gerade für Kinder besonders auch zum Glück dazu, dass sie das Gefühl haben, was sie tun, wird akzeptiert, anerkannt, für möglichst sogar gefördert. Wenn sie aber ständig getadelt werden für das, was sie von sich aus tun oder gerne tun möchten, dann ist natürlich ein Zwiespalt da. Und dann bleibt das Glück irgendwann aus, weil sie sich doch lieber der Anerkennung zuwenden. Und dafür ihr eigenes Ich oder ihr eigenes Potenzial unterdrücken, als das weiterhin zu leben. Ja, ich denke, das haben wahrscheinlich alle von uns erlebt, ne? Also wir alle, beziehungsweise ich habe noch niemanden kennengelernt, der es nicht erlebt hat, ne, dass einfach Impulse, Wünsche, Träume, Hoffnungen einfach zerstört wurden, weil Erwachsene gesagt haben, das geht nicht, das darfst du nicht, das ist nicht gut oder du kannst das nicht oder diese ganzen einschränkenden Dinge, ne? Das haben wir alle erfahren und wir haben alle mehr oder weniger versucht, uns dann anzupassen, weil wir natürlich als Kinder sind wir ja darauf angewiesen, Liebe zu bekommen. Ne? Und wenn wir unserem eigenen Weg gefolgt sind, natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber die meisten, ne? Wenn wir unserem eigenen Weg gefolgt sind,
dann wurden wir oftmals einfach sabotiert oder eben nicht geliebt und haben wirklich Ablehnung erfahren und haben dann uns zurückgenommen, ne, die Lebensenergie zurückgenommen, eingefroren, um dann wenigstens ja, Liebe zu bekommen. Ne? Aber das ist natürlich auch keine echte Liebe, was man da bekommt, sondern es ist eben diese bedingte Liebe, die eben, also eine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Und wenn Liebe an Bedingungen geknüpft ist, dann ist es halt keine echte Liebe, weil die Person wird nicht so geliebt, einfach so, weil sie da ist, so wie sie ist, sondern nur, wenn sie sich so verhält, wie man das möchte. Und das ist halt wirklich fatal, wenn Kinder sowas erleben. Und dann, ja, passiert halt das, dass wir so, wir haben ja, also wenn man sich mal damit beschäftigt oder alleine sich bewusst macht, dass nur, ich glaube, 10% oder noch weniger unseres Gehirns wirklich genutzt werden und der Rest wirklich komplett ungenutzt ist. Ne? Wenn man sich das einmal bewusst macht, dann wird einem klar, dass wir also ein unendliches Potenzial haben, wirklich große Dinge zu vollbringen, ein ekstatisch glückliches, lebendiges Leben zu führen und dass es einfach noch so viel mehr gibt als das, was uns als Normalität eben beigebracht wurde. Und ich hab mich schon wirklich vor langer Zeit dazu entschieden, dass ich eben dieses Allerhöchste wirklich erreichen möchte und erleben möchte und dass ich wirklich dem immer nachstrebe und dafür auch irgendwelche Bequemlichkeiten halt gerne loslasse, weil ich einfach herausfinden möchte, was halt wirklich möglich ist. Und dass jetzt diese Reise, die ich jetzt auch schon so lange mache, es ist wirklich gigantisch. Also, wie sich immer wieder neue Felder, neue Möglichkeiten, neues Bewusstsein oder Dinge eröffnen, an die ich noch vor 10 Jahren gar nicht, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass sowas überhaupt möglich ist. Ne? Und ich denke, dass es eben auch ein Merkmal dieser neuen Zeit ist, dass die Menschen wirklich ihr wahres Potenzial leben und entfalten und sich auch gegenseitig darin unterstützen. Ja, dass eben wir vor allen Dingen uns auch daran erinnern, dass wir Wesen voller Liebe und Freude sind. Und dass es halt auch nicht nur einfach nur eine Aussage ist, sondern dass man das wirklich in jedem Moment seines Lebens auch leben kann. Ja, und dass da einfach, wenn man sich jetzt mal so anschaut, was da im Moment gerade in Deutschland oder Österreich, ne, passiert. Das ist das genaue Gegenteil davon. Und das ist einfach das genaue Gegenteil von dem, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Es ist einfach wichtig, dass wir bei solchen Dingen nicht mitmachen, weil es führt zu nichts Gutem. Ne? Ja, das ist ein Punkt, den ich auch von mir aus noch hätte ansprechen wollen. Jetzt führe ich also einfach fort, was du angefangen hast. Für mich ist das, was wir erleben, ein ganz, ganz deutlicher Ausdruck dafür, dass eben tatsächlich die Mehrheit der Menschen nicht nur keine Liebe erlebt hat in der Kindheit, sondern sich dabei so weit vom eigenen Selbst entfernt hat, dass sie selbst jetzt noch, und auch wenn sie schon 80 oder 90 sind, lieber der Anerkennung durch das Außen hingeben und dafür den ganzen Unfug, der in den Medien verbreitet wird, an Propaganda mitmachen, anstatt sich auf sich zu besinnen. Und zu merken, und für mich kann ich nur sagen, es ist eigentlich ganz einfach gewesen, das zu merken, dass es hinten und vorne nicht stimmen kann. Aber diese anderen Menschen, die das gar nicht erkennen wollen, die reden es sich eben selbst schön, nur um ständig wieder die Anerkennung zu sehen, bloß nicht wieder in die Isolation kommen, wo kein Mensch mehr bei mir ist dann. Wobei Ja, das ich denke auch, ne, das sind so ganz starke psychologische Faktoren. Also zum einen ist es ja so, wir sind ja als Menschen auch Gemeinschaftswesen, ne? Also wir haben ein natürliches Bedürfnis, in Gemeinschaft zu sein. Und wenn wir jetzt, also zum Beispiel mir, ich war ja schon immer ein Rebell, ne, und habe einfach auch
immer schon andere Meinungen vertreten und war da sehr oft mit meiner Meinung komplett alleine, was natürlich zur Folge hatte, dass ich dann Außenseiter wurde und natürlich nicht integriert war oft, ne? Und das ist natürlich sehr schmerzhaft. Und man muss eben in der Lage sein, damit klarzukommen. Und ich bin natürlich, ja, ich war natürlich unglücklich darüber, dass ich ausgeschlossen wurde, aber ich konnte mich nicht verbiegen. Ich konnte meine Werte oder meine Ideale nicht verraten. Deswegen habe ich das in Kauf genommen, eben Außenseiter zu sein. Aber viele Menschen haben vielleicht diese Kraft nicht. Und weil es ist ja, guck mal, in früheren Zeiten war es so, wenn da Menschen ausgestoßen wurden, dann war das der sichere Tod. Ne, wenn noch vor Tausenden von Jahren, wenn da ein Stamm war, der eine Person ausgestoßen hat, alleine konnte die gar nicht überleben. Ne, und deswegen, weil das steckt natürlich auch noch in unseren Genen. Ne? Wir verbinden ein ausgegrenzt sein oder ein ausgestoßen sein. Das hat was Lebensbedrohliches und deswegen kann ich es natürlich auch verstehen, dass Menschen dann lieber sagen, ja, es ist vielleicht alles ein bisschen komisch, aber ich will jetzt auch kein Außenseiter werden. Ne? Ich möchte, dass die Menschen normal mit mir umgehen, dass sie mich nicht komisch angucken, dass ich nicht plötzlich noch irgendwie ausgegrenzt werde. Und sie erleben ja auch, was gerade in unserer Gesellschaft passiert, dass eben Menschen, die anders denken, also wirklich von, besonders eben von den Massenmedien, also extrem schon fast rassistisch eben ausgegrenzt werden und diffamiert werden und als Sündenböcke hingestellt werden. Ne? Und das ist natürlich eine psychologische Methode, die hat schon immer funktioniert. Ne? Das hat mit den Juden funktioniert, das hat in Südafrika mit den Schwarzen funktioniert, das hat mit den Kommunisten funktioniert, dass man immer irgendwelche Sündenböcke sich sucht, um von den eigentlichen Problemen abzulenken. Oder dass die Leute eben nicht Verursacher sind für das Leid. Ne? Aber klar, man kann es verstehen, dass Menschen Angst haben, eben irgendwie anders zu sein, ausgeschlossen zu werden. Und aber manche gehen dann eben so weit, dass sie auch über die Spritze dann wirklich ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel setzen, nur um nicht ausgeschlossen zu werden. Ne? Weil was ja den Leuten auch mal langsam klar werden müsste, es geht hier nicht um Gesundheit. Weil wenn es um Gesundheit gehen würde, dann würde man nicht versuchen, mit aller Gewalt die Leute dazu zu zwingen, selbst Kinder, wo ja so gut wie keine C-Fälle aufgetreten sind. Ne, und dass man die auch noch versucht dazu zu bringen, dass sie auch noch diese Spritze bekommen. Also alleine daran merkt man ja schon, dass es nicht um Gesundheit geht. Ne, es geht um Macht und Kontrolle. Aber letztendlich ist es so, solange die Menschen, also wenn Menschen jetzt sich entscheiden, bis zum Untergang an das alte System zu glauben, weil es ist ja letztendlich nur noch ein Glauben, weil logisches Denken ist es nicht mehr. Ne? Weil wer noch logisch denkt, der merkt, so wie du gesagt hast, dass es hinten und vorne nicht stimmt. Das heißt, es ist nur noch ein Glauben. So wie damals in der DDR, ne? Wahrscheinlich die letzten, kurz bevor die DDR dann aufgelöst wurde, noch die letzten Funktionäre noch an den Sozialismus geglaubt haben, ne? Oder an die SED oder was auch immer. Aber irgendwann war war die DDR dann weg und dann hat dieser Glaube einfach überhaupt nicht mehr funktioniert. Und das wird hier auch passieren. Ne? Irgendwann wird dieses alte System einfach weg sein und dann müssen sie, ob sie wollen oder nicht, müssen sie ihr Bewusstsein verändern, ne? Und einfach der neuen Realität anpassen. Das sehe ich auch so. Und da habe ich mal eine interessante Auseinandersetzung mit einer Frau gehabt. Ich habe ihr klargemacht, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder man begibt sich von sich aus möglichst schnell in die Eigenverantwortung, beziehungsweise, wie ich gern sage, holt sich die Verantwortung zurück, die man abgegeben hat. Ja. Oder man wird vom Außen, und das sind nicht andere Menschen, sondern es ist die Natur, das sind die Ereignisse, die Prozesse, die passieren, dazu gezwungen. Das wollte sie nicht wahrhaben. Sie hat gesagt, so ein Quatsch, dass du glaubst doch nicht, dass es richtig ist, dass man nur dann sich weiterentwickelt und besser entfalten kann, wenn man von außen dazu gezwungen wird. Ich habe gesagt, nein, wenn ich offen bin, rechtzeitig und merke, was passiert, dann werde ich nicht vom Außen gezwungen. Aber wenn ich eben verschlossen bleibe, dann zwingt mich das Außen irgendwann. Es war für sie absolut unvorstellbar.
Ja, das ist ja auch eine Erfahrung, also das, was du gerade beschreibst, das ist ja eine Erfahrung, die ganz viele Menschen machen. Also gerade zum Beispiel Menschen, die sehr krank werden, ne? Also ich kenne viele, die krank geworden sind und die dann ihre Lebensweise komplett geändert haben und dann wieder gesund wurden, obwohl die Schulmedizin sie schon aufgegeben hatte. Und ich kenne auch viele andere, die gesagt haben, nein, ich möchte nichts verändern, ne? Ich möchte einfach so weitermachen wie bisher und die dann zum Beispiel auch an Krebs gestorben sind, weil sie nicht bereit waren, ihre Lebensweise, ihre Sichtweise, ihre Themen sich anzuschauen und wirklich was zu verändern. Ja, also die meisten Menschen haben das schon mal in irgendeiner Form erlebt oder dass man durch irgendein Unglück im Außen dann gezwungen wurde, einfach ein neues Bewusstsein zu entwickeln. Ne, was man vielleicht vorher einfach nicht freiwillig eben, weil es ist natürlich ja, es ist ja unbequem. Also für viele Menschen ist es unbequem, Gewohnheiten zu verändern, Dinge zu hinterfragen, plötzlich anders zu leben, ne? Neue Gedanken, neue Theorien zu wagen, weil du musst ja erstmal das ganze Gewohnte, wo man sich sicher fühlt, das musst du ja erstmal komplett aufgeben. Und du weißt nicht, was kommt. Ne? Und das ist für viele Menschen einfach zu unbequem und deswegen bleiben sie lieber in dem bequemen Alten. Was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, weil ich denke, wenn das bequeme Alte irgendwie so flach ist und so leer und so hohl, also jetzt im Sinne von Lebendigkeit, Lebensfreude, Glück, Ekstase, dann ist das für mich keine wirkliche Bequemlichkeit, sondern es ist eigentlich super, super unbequem. Also in der Bequemlichkeit zu bleiben, weißt du? Aber damit kommen wir, denke ich, zu einem wichtigen Punkt. Vielleicht finden wir da noch irgendwas, da können wir letztlich nur aus unserer eigenen Erfahrung schöpfen, nämlich, können wir wie dazu beitragen, dass Menschen nicht unbedingt erst die allerschlechtesten Erfahrungen machen müssen und trotzdem bereit sind, sich mal zu öffnen für Neues, für neue Ansichten, neue Denkweisen, neue Verhaltensweisen. Also ich denke zum einen natürlich dadurch, dass wir dieses Neue, ne, oder diese neue Zeit, von der wir ja wissen, dass sie kommt, dass wir sie auch schon leben. Also dass wir wirklich nach diesen Werten und nach diesen Idealen jetzt schon leben in unserem Alltag. Dass es nicht nur einfach eine Theorie ist, ne, sondern wirklich gelebter Alltag. Und Menschen, die werden ja automatisch auch neugierig. Also es gibt immer so Bewusstseinsdinge, die man halt machen kann. Also man kann zum Beispiel ohne Maske einkaufen gehen und dann gibt es schon mal Menschen, die vielleicht, ne, sich Gedanken darüber machen, warum hat er denn jetzt keine Maske auf? Ne? Vielleicht, wenn sie offen sind, könnten sie mich ansprechen, dann würde ich ihnen erklären, warum. Ne? Es gibt immer wieder Situationen, Menschen kriegen mit, ich habe zum Beispiel in meinem ganzen Leben noch keinen einzigen Test gemacht, ne? Weil ich weiß, das Ganze ist sowieso eine Testplandemie. Denn ohne diese unsinnigen Corona-Tests würde es gar kein Corona geben. Ne? Deswegen beteilige ich mich da nicht daran. Noch dazu weiß ich, dass es ungesund ist, eben sich diese, weil es gibt ja mittlerweile auch genug Untersuchungen, ne, wo man weiß, dass an diesen Stäbchen teilweise auch so Verunreinigungen sind, die man dann wirklich sich sehr tief in die Nase reinschiebt. Alleine, ne, stellen sich die Menschen nicht die Frage, warum nicht ein einfacher Zungenabstrich genommen wird? Warum muss man diesen Test tief in die Nase schieben? Also alleine da müsste doch schon ein Aufwachen stattfinden, wenn man sich nur mal diese eine Tatsache anguckt. Ne? Oder warum werden Menschen dazu gezwungen, sich so zu vermummen, dass sie nicht mehr atmen können, dass sie die frische Luft und frischen Sauerstoff nicht mehr atmen können und dass man auch nicht mehr verstehen kann, was der andere sagt, ne? Und auch nicht mehr wirklich das Lächeln erkennen kann. Also alleine da müsste man doch schon sich die Frage stellen, was steckt dann da wirklich dahinter? Ne? So, und wenn man das einfach so konsequent lebt, dann wird man immer wieder von anderen dabei beobachtet werden und könnte eine Inspiration sein. Ne? Und gleichzeitig auch, wenn ich irgendwie mit Menschen zusammenkomme, gut, ich habe natürlich jetzt den Vorteil, dass ich eine wirklich große Reichweite habe und
dann eben über Newsletter, über Videos, über Podcasts und so weiter und über Kongresse einfach das Wissen halt wirklich in die große alternative Welt bringe, ne? Aber auch so im normalen Alltag, ne? Ich habe jetzt auch einen getroffen, den ich auch hier in Portugal, ein ganz toller Mann, ne? Und der meinte, ja, mein Arzt hat gesagt, ich muss mich dringend zum zweiten Mal impfen lassen, weil ich bin erst einmal geimpft und damit nicht geschützt, ne? Und da habe ich zu ihm gesagt, lass dich auf keinen Fall impfen. Das Zeug ist sowas von schädlich und gefährlich. Und es gibt so viele, gibt tausende dokumentierte Todesfälle und Fälle von Schwerstbehinderungen. Und das ist wirklich ein Risiko, was du auf keinen Fall eingehen darfst, ne? Das heißt, ich habe ihm das einfach, weil ich ja das Wissen habe und die ganzen Informationen habe, habe ihm das so direkt gesagt. Ich weiß nicht, ob er damit was macht, ne? Vielleicht verdrängt das auch und macht es, lässt sich trotzdem wieder impfen, aber zumindest habe ich bei ihm einen Impuls gesetzt. Und möglicherweise setzt einfach ein Nachdenkprozess in Gang. Und wenn er jetzt offen ist, dann könnte er zum Beispiel anfangen zu recherchieren, ne? Und selber zu recherchieren, weil letztendlich klar, ne, wenn ich meine Meinung sage, kann ja sein, dass meine Meinung gar nicht stimmt. Kann ja sein, dass es Quatsch ist, was ich erzähle. Aber wenn man offen ist, könnte man anfangen, selber zu recherchieren, ne, und selber sich die Zusammenhänge anzuschauen. Und es gibt sehr, sehr viele Informationen, also gerade auf Telegram, ne, wo man einfach diese Fakten wirklich bekommt, ne, wenn man danach sucht. Und so, ja, also das ist aus meiner Sicht, ne, diese Aufklärungsarbeit zu machen, nicht missionarisch, wie du gesagt hast, sondern einfach, wenn die Situation da ist, einfach auch was anzubieten, ne, an Wissen oder an Informationen, und das eben auch zu leben. Also das ist aus meiner Sicht gerade das, was eben gebraucht wird, ne. Fällt mir jetzt der Fall meiner eigenen Schwester ein, also eine meiner beiden Schwestern. Der ging es gar nicht um Gesundheit und Sport oder sonst was, der ging es wirklich nur darum, sie will wieder ins Fitnessstudio oder auf den Badmintonplatz oder wohin auch immer und hat sich deswegen trotz der Warnung meiner zweiten Schwester und meiner eigenen impfen lassen. Die Frage ist, wie kann man diese Menschen trotzdem erreichen? Sie sagt von vornherein, nee, nee, komm, hör mir mal auf damit, brauchst mir gar nichts erzählen, das will ich gar nicht wissen. Also sie spürt, das sagt mir so eine Antwort, sie spürt, da ist viel dran und das ist gefährlich, aber ich will es lieber nicht wissen, sonst lasse ich mich doch nicht impfen und dann kann ich weiterhin nicht die bestimmten Sportarten treiben, die sie gerne machen möchte. Ja, das ist so verrückt. Ich meine, ich glaube, im letzten Monat sind 70 Profisportler weltweit nach den Impfungen gestorben, ne? Also ich meine, es gab ein Fußballspiel in England, in einem einzigen Spiel sind vier Fußballer sind zusammengebrochen, in einem Spiel, ne? Das heißt, also was hier passiert, das ist unvorstellbar. Das gab es früher nie, dass irgendwie Sportler einfach mal per Herzinfarkt auf dem Spielfeld oder auf der Sportbahn zusammenbrechen. Ne? Das passiert gerade am laufenden Band. Ne? Und das ist wirklich so, klar, es kann natürlich sein, ja, also wer weiß, ne? Vielleicht möchte die Seele deiner Schwester aus irgendeinem Grund diese Erfahrung machen. Genau. Das ist halt. Das können wir natürlich in dem Moment einfach nur akzeptieren. Aber es ist so, wir wissen ja aus der Vergangenheit, also das Prinzip der Verdrängung, das kann wirklich lebensgefährlich sein, ne? Weil wir leben in einer Zeit, wo wir brauchen Informationen, um uns schützen zu können. Wir brauchen die richtigen Informationen, um unser Leben zu schützen, um das Leben unserer Kinder zu schützen. Und wenn wir diese Informationen nicht haben oder sie verdrängen, dann kann es sein, dass es zu spät ist. Na, weil es ist so, ja, also um es jetzt mal so ganz drastisch zu sagen, wir befinden uns gerade jetzt in einem Krieg. Wir befinden uns in einem Krieg der dunklen Mächte gegen das Menschsein. Und in einem Krieg muss man sich schützen. Es ist einfach so, ne? Und das ist wirklich, wäre fatal zu glauben, jetzt zu sagen, ja, ist doch alles halb so wild und ist doch nicht so schlimm und geht auch schon wieder vorbei und ich stecke einfach den Kopf in den Sand und es wird schon nichts passieren. Aber das ist halt so ein kleinkindliches Verhalten, ne? Wo der Mensch einfach nicht die volle erwachsene Verantwortung für sein Leben übernimmt, sondern
So wie so ein Kind, ne? Das Kind sagt, es ist nichts Schlimmes da, weil ich kann ja nichts sehen, ne? Das ist fatal. Das ist aber keine erwachsene Haltung und das ist keine Haltung von Selbstverantwortung. Und ja, und natürlich ist es unangenehm, sich mit diesen Informationen zu beschäftigen, aber es kann noch viel unangenehmer sein, wenn man diese Informationen verdrängt und dann am Ende mit der Gesundheit oder mit seinem Leben dafür bezahlt, ne? Da wir wissen ja, dass diese Information bei bestimmten Menschen gar nicht ankommt. Eben bei denen vor allem, die nicht offen sind. Deswegen ist es doch eigentlich wichtiger und sinnvoller, erstmal irgendwie durch eine Art ja, Motivation zu liefern, die den Menschen sagt, oh Mensch, ja, doch, ich sollte vielleicht mal offener werden. Ja, also ich denke, wir haben einfach, also es ist wirklich eine völlig interessante und auch völlig verrückte Zeit, ne? Weil also alle Menschen, die jetzt so wie ich eben so viel Aufklärungsarbeit machen, die erleben natürlich auch gerade wirklich einen dramatischen Zulauf, ne? Das heißt also mittlerweile ist irgendwie so eine große Offenheit da bei sehr, sehr vielen Menschen. Und es wachen also täglich also so viele Menschen auf und das ist einfach auch schön, dass das passiert, ne? Ja, noch dazu, ne, führt natürlich da die Tatsache, dass das alte System also immer verrücktere Sachen macht, führt natürlich logischerweise, ist das ein massiver Aufwachbeschleunigungsprozess, ne? Und ich denke, es reicht aus, wenn wir uns wirklich den Menschen zuwenden, die echt gerade offen sind, ne, und die wirklich die Hilfe suchen, die Unterstützung brauchen, die jetzt sich gerade hilflos fühlen, weil sie sich irgendwie diesen Maßnahmen ausgesetzt fühlen und vielleicht einfach nicht viele Gleichgesinnte haben. Und ich würde mich, also ich meine, ich wende mich wirklich denen zu, die offen sind, weil ich denke mir so, ne, also zum Beispiel, ich bin ja auch, ich lebe ja auch schon ganz lange vegan, ne, und wenn da zum Beispiel eine Person ist, die zu mir kommt und sagt, hey, zeig mir, wie vegane Ernährung geht, ich möchte das lernen, ne, dann ist es so leicht für mich, einfach mit Freude einfach mein Wissen weiterzugeben. Aber wenn eine Person zu mir sagt, Fleisch ist das Allerbeste und vegan ist totaler Quatsch, also ich würde ja mal komplett meine Zeit und meine Lebensenergie verschwenden, diese Person, die gar nicht offen ist, dazu zu bringen, jetzt irgendwie Veganer zu werden. Das wäre, ich könnte ja viel sinnvoller diese kostbare Zeit dafür einsetzen, eben zu den Menschen zu gehen, die wirklich offen sind. Na, und ich denke, das ist ein, weil am Ende ist es so, das habe ich so auch aus der geistigen Welt bekommen, wenn die kritische Masse erreicht ist, also die geistige Welt hat zu mir gesagt, das sind 10% der Menschheit. Also wenn 10% der Menschheit sich bewusst entscheidet, diesen Weg des Lichts zu gehen oder den Weg des Friedens zu gehen, ne, dann werden die anderen werden nachfolgen, weil die Masse folgt ja immer den Stärkeren. Na, und deswegen reicht es völlig, wenn wir uns auf die Menschen konzentrieren, die gerade offen sind und die gerade wirklich Hilfe brauchen. Und die anderen, die kommen sowieso nach, ne? Weil das ist einfach eine Gesetzmäßigkeit. Also so sehe ich das, ne? Stimmt letzten Endes, aber es bleiben natürlich immer welche übrig, die trotzdem nicht nachfolgen wollen. Die werden dann wahrscheinlich bei dem Prozess zugrunde gehen, also letzten Endes sterben oder was auch immer dann passiert. Ja, das sieht leider, also wenn man jetzt so bestimmte Prophezeiungen, ne, sich anschaut, geht das zumindest in diese Richtung. Ja. Ja. Ich wollte noch mal kurz auf das Thema Schutz zurückkommen. Du hast ja vorhin gesagt, in einem Krieg muss man sich schützen. Das ist das Beste, was man kann. Für mich ist die Frage, also solange Dinge im Außen passieren, kann ich mich auch nur im Außen schützen. Ich kann also, weiß ich, meine Türen verriegeln und verrammeln oder sonst irgendwas. Aber in dem Prozess, der hier jetzt im Gange ist, geht es ja nicht um diesen Schutz, diese Art von Schutz, sondern es geht um den Schutz des Bewusstseins beziehungsweise um das dafür einstehen, dass das, was ich erkenne, zumindest für mich richtig ist und dafür auch stehe. Und ich denke, da ist also die beste Schutzmöglichkeit kein aktiver Schutz,
sondern Vertrauen in die geistige Führung. Die wird dann schon den Schutz bieten, den ich brauche. Ja, es gibt dazu eine ganz interessante Geschichte, die ich an dieser Stelle mal loswerden möchte. Und zwar ist es so, es gibt eine Überschwemmung, also eine Sturmflut, ne? Und da ist ein Pfarrer, der eben auch sehr gläubig ist. Und der ist halt im Boot und dann kommt Gott zu ihm und warte, es kommt ein anderes Boot, ne? Und das andere Boot sagt, hey, ne, du, dein Boot hat hier ein Leck, ne? Und das geht bald unter, komm auf mein Boot, ich rette dich, ne? Und dann sagt der Pfarrer, ach nein, lass mal, ne? Gott wird mich retten, ne? Und dann kommt noch ein Boot vorbei und bietet ihm auch die Hilfe an und der sagt wieder, lass mal, Gott wird mich retten. Und letztendlich ertrinkt er. Und dann kommt er halt in den Himmel und dann sagt er, lieber Gott, ich habe so an dich geglaubt und du hast mich nicht gerettet. Und dann sagt Gott zu ihm, ich habe dir zwei Boote vorbeigeschickt und du hast abgelehnt. Ja, und das jetzt mal übertragen, also ich sehe das so, dass es wichtig ist, wir leben ja noch in dieser 3D-Realität. Also ich sehe es so, natürlich das Vertrauen ist total wichtig, dieser innere Schutz, von dem du gesprochen hast. Aber der äußere Schutz ist auch wichtig. Also zum Beispiel, na, wenn wir wissen, dass immer mehr, also wir haben ja immer mehr Lieferengpässe, ne? Es gibt immer mehr Stromausfälle, die Lieferketten werden massiv sabotiert zum Beispiel und die Preise erhöhen sich, wenn ich um solche Dinge weiß, dann macht es Sinn, sich Vorräte zu besorgen. Ne? Also einfach, wenn das wirklich noch massiver werden sollte, dass wir einfach genug Lebensmittelvorräte zu Hause haben. Oder wenn wir wissen, dass zum Beispiel, ne, der Klaus Schwab vom World Economic Forum, also einer der Hauptdrahtzieher dieser ganzen neuen Agenda, dieser zerstörerischen Agenda, der hat ja jetzt auch sein Black Cyber Polygon Spiel da gemacht, ne, mit wo er dann irgendwie schon mal Planspiele macht, wie das überall weltweit wochenlange Stromausfälle sind und so. Das heißt, die kündigen das ja immer schon an, ne? Und dass man sich halt auch mal Gedanken darüber macht, was ist denn, wenn wirklich ein Stromausfall da ist und nicht nur über ein paar Stunden, sondern über längere Zeit, habe ich Backups, habe ich andere Möglichkeiten, ne? Sodass ich dann eben nicht wirklich in die komplette Krise komme, weil wir natürlich als Mensch in diesem menschlichen Körper ja auch bestimmte Bedürfnisse haben, wie Wärme, wie Essen, wie Trinken und so, ne? Das heißt, ich finde, dass es eben wichtig ist, also auch sich auf diesen Ebenen auch zu schützen. Oder wenn ich halt weiß, irgendwo in einem Land wird jetzt irgendwie ein Impfzwang oder sowas eingeführt und ich habe die Möglichkeit, noch vorher woanders hinzugehen, dann wäre es vielleicht sinnvoll, das zu tun und nicht einfach abzuwarten und zu hoffen, dass es doch nicht so schlimm kommt, ne? Also deswegen, also ich bin halt ein Freund von dieser praktischen Spiritualität, also dieses wirkliche Vertrauen, aber eben auch auf dieser ganz normalen irdischen Ebene, dass wir da auch wirklich uns und unsere Familie auch schützen, indem wir zum Beispiel vorsorgen. Ne? Ganz richtig, in dem Sinne sehe ich das schon auch so, hat aber für mich immer noch auch was mit Vertrauen zu tun, nämlich Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten. Wie lange kann ich ohne Nahrung, ohne Wasser zur Not auch, was brauche ich tatsächlich mindestens, um es überstehen zu können, wenn was länger dauert. Also da habe ich schon auch, ja, das hatte ich allerdings vorhin nicht so im Bewusstsein, dass das ja auch eine Form von Hilfe ist, eine Form von, ja, von Schutz ist. Ja, ne, weil es kann ja auch sein, dass wer weiß, ne? Also alleine die Tatsache, dass ich das jetzt gerade erzähle, ne? Könnte ja für viele Zuschauer ja auch ein Hinweis des Himmels sein, vielleicht mal sich in dieser Richtung Gedanken zu machen, ne? Also, und so werden wir ja einfach auch zu den Informationen geführt, die unsere Seele auch braucht, wenn wir offen dafür sind, wenn wir die Zeichen erkennen, ne? Und manchmal sind es einfach auch menschliche Engel, die uns einfach bestimmte Dinge erzählen und wenn wir dann offen sind, dann merken wir, oh, jetzt, da war gerade eine wichtige Botschaft für mich. Vielleicht muss ich mir da mal Gedanken drüber machen oder vielleicht habe ich da die Möglichkeit, was in meinem Leben zu verändern.
Und wenn wir so mit dieser Offenheit durch die Welt gehen, dann bekommen wir auch immer alle Informationen, die wir brauchen, ne? Um wirklich auch geschützt und behütet und versorgt zu sein. Sehe ich auch so. Mhm. Gibt es noch irgendwelche Hinweise, die du insbesondere durch dein Leben in der Natur, die 2 Jahre, als ganz wichtig erkannt hast, für dich zumindest erstmal, dass überhaupt etwas passieren kann? Gibt es da etwas, was du glaubst, dass man den Zuschauern und Zuhörern noch als Impuls mitgeben könnte? Ja, also das ist wirklich sinnvoll ist, so oft wie möglich rauszugehen, so oft wie möglich in die Natur zu gehen, weil wenn wir in der Natur sind, dann ist da ganz viel Lebensenergie, ne? Und diese Lebensenergie nehmen wir auf und diese äußere Harmonie in der Natur, die überträgt sich auch auf uns und dann erfährt unser System halt auch eine Ordnung. Ne? Und das heißt, je mehr wir draußen sind, desto besser geht es uns, desto mehr Lebensenergie tanken wir auf, desto mehr kommt unser System auch wieder so runter, ne? Und wir kommen wieder mehr in so einen inneren Frieden. Und das ist so einfach. Wir brauchen einfach nur rausgehen, ne? Und wenn wir zum Beispiel auch Sport draußen machen oder Kräuter sammeln oder auch Früchte sammeln. Gut, das ist jetzt im Moment ne, im Winter weniger der Fall, aber oder wir konnten jetzt vielleicht noch ein paar Pilze sammeln, wenn es noch welche gibt. Also bei uns gibt es auf jeden Fall noch welche in Portugal gerade. Und das ist so dieses Verbinden mit der Erde, mit der Natur, das erdet uns, ne, und es bringt uns wirklich zurück zu unserem wahren Selbst. Und erinnert uns an das, was wir eigentlich sind. Und das kann ich wirklich immer nur empfehlen, das so oft wie möglich zu machen. Und dabei auch mal die ganzen technischen Geräte, ne, Handy und sowas einfach mal wegzulassen und wieder zu sich zu finden, wieder zur Ruhe zu kommen draußen. Also du gehörst ja vermutlich auch zu denen, die das teilweise zumindest von zu Hause mitbekommen haben. Also ich habe gerade was so Früchte sammeln, Pilze sammeln, diese und jene Kräutlein mal zu sammeln, etliches von zu Hause mitbekommen. Und mir fällt es total leicht. Mhm. Aber gerade die jüngeren Generationen, sagen wir so die bis 30-Jährigen, die sind ja dermaßen in, ja, wie soll man das sagen, behütet worden, schon fast ängstlich behütet worden. Die durften teilweise ja kaum die Erfahrung sammeln, wozu der eigene Körper eigentlich alles fähig ist. Mhm. Und haben entsprechend auch nie gelernt, wirklich irgendwelche Dinge in der Natur zu sammeln. Die wissen überhaupt nicht, was überhaupt was ist. Und für die ist es natürlich in der Tat besonders schwierig. Ja, aber man kann alles lernen, ne? Also es gibt so viele tolle Bücher, es gibt Online-Kurse, Videos dazu. Das ist ja der Vorteil an dieser digitalen Welt auch, dass wir so viele Informationen bekommen können. Und wer das lernen will, es gibt Wildkräuterkurse, ne? Wildkräuterwanderungen. Man kann natürlich einfach auch so rausgehen, ohne dass man was sammelt, ne? Baum umarmen ist auch wunderbar. Ja. Braucht man. Sich einfach ins Gras legen. Aber zumindest denke ich, ist es besser, diese Dinge jetzt zu lernen, als erst dann zu versuchen zu lernen, wenn es schon nötig ist, dass ich handle. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Dann fehlt wieder die Ruhe, es mit Bedacht und mit Sorge zu lernen, sondern dann stehe ich unter Druck und dann merke ich vielleicht doch nicht so recht, wenn ich den Champignon mit dem grünen Knollenblätterpilz verwechsel. Ja. Ja, Matthias, also von meiner Seite her wäre in dem Moment erstmal das Wesentliche gesagt. Mhm. Oder gibt es noch, fällt mir gerade so ein, irgendwas, was wir sozusagen zum Geistes- und Bewusstseinszustand sagen sollten? Ja, gerne.
Gerade, ich kann jetzt vielleicht nochmal so ein kleines, so eine kleine Schlussbotschaft, ne? Also, dass es wirklich so, so wichtig ist, dass wir uns immer wieder mit unserem Inneren verbinden und immer wieder mit diesem, also uns selbst zu vertrauen und auch in das Göttliche zu vertrauen, ne? Dass wir uns ganz bewusst jeden Tag Zeit dafür nehmen. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo einfach so dieses, also wirklich die Energien da schon ein bisschen verrückt spielen und eben dieser Krieg stattfindet, dass wir bewusst immer wieder nach innen gehen, uns immer wieder zentrieren, immer wieder ins Vertrauen gehen und dass wir verstehen, dass wir mit einer großen Gelassenheit und mit einer großen Ruhe am besten durch den Sturm kommen. Ne? Weil wenn man in Panik verfällt, dann ist es einfach nicht sinnvoll, sondern es ist einfach wichtig, egal was im Außen passiert, immer wieder in diesem festen Vertrauen, in diesem festen Bewusstsein zu bleiben, dass wir behütet, beschützt und gesegnet sind. Und klar, die Worte sind jetzt, ne, je nachdem, was, die sind jetzt austauschbar, also je nachdem, woran jeder eben gerne glaubt. Aber es gibt einfach eine Macht, die uns schützt, ne? Und dieses nach innen gehen, das ist so essentiell. Und auch immer regelmäßig wirklich auch so eine Art Meditation zu machen oder eine Gebetspraxis. Und einfach, weil ich habe das jetzt auch über die lange Praxis gelernt, dass ich auch, wenn im Außen wirklich bedrohliche oder schwierige Dinge passieren, dass ich trotzdem so in dieser Mitte bleibe. Und dann sich auch, wenn ich in diesem Bewusstsein bleibe von, ich bin der Schöpfer, ne, ich bin der Schöpfer meines Lebens, ich bin der Meister meines Lebens, dass sich dann auch die Schwierigkeiten im Außen wieder auflösen. Ja, dass wir erkennen, wir sind nicht Opfer der Umstände, sondern wir sind Meister unseres Lebens und dass wir uns immer wieder daran erinnern. Das ist für mich so ganz, ganz essentiell. Ich denke, das war ein gutes Schlusswort jetzt. Insofern danke ich dir nochmal für das schöne Gespräch. Ja, ich danke dir auch, Alles lieber Gute. Samuel. Danke. Ja, liebe Zuschauer, das war unser Gespräch mit Matthias Langwasser. Ich hoffe, wir konnten durch unser Gespräch einige Anregungen für dich bringen, dein eigenes Bewusstsein noch mehr zu beobachten und zu erweitern. Dankeschön.